bin Jana. Und ich bin die Sophia. Und ich spiele die Hani. Und ich spiele die Nan. Die berühmtesten Zwillinge der Welt sind wieder da. Was erwartet die Zuseher in eurem neuen Abenteuer? Also ziemlich viel Action und ein großes Chaos, was eigentlich mit allem zusammenhängt. Es kommen neue Rollen. Hani und Nani bringen ihre Cousine mit. Wisst ihr schon das Neueste? Geheimnisse? Ich liebe Geheimnisse. Ich habe gehört, dass dieses Jahr eine echte Prinzessin zu uns kommen wird. Eine Prinzessin. Spinnt's jetzt total? Das wird alles ziemlich chaotisch und aufregend. Knabe hat Röslein gesichtet. Was macht ihr denn noch hier? Wart ihr eigentlich schon mal in Österreich? Ja. Erzählt davon. Ja, schön. Meistens zum Skifahren. Genau. Ja. Und ja, es macht Spaß. Irgendwelche österreichischen Lieblingsspeisen? Kaiserschmarrn. Ich liebe ihn. Ja. Das schmeckt doch gut. Ihr seid Geschwister und steht jetzt auch noch, seht euch dadurch natürlich täglich, steht jetzt auch noch gemeinsam vor der Kamera. Ja. Beginnt man da vielleicht sich auch manchmal zu streiten? Wie ist das? Also jetzt nicht, wenn wir am Drehort sind oder so, nur also wenn wir zu Hause sind, dann streiten wir uns eigentlich. Manchmal, ja. Aber jetzt nicht, wenn wir vor der Kamera sind oder so, da reißen wir uns zusammen. Ihr wolltet unbedingt auch eine Fortsetzung drehen, den Teil 2 von Hani und Nani. Wie ist er gelungen? Sehr gut. Ja, also ich finde ihn super gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht, die Zusammenarbeit. Wir haben ja auch eine neue Regisseurin und also der ist richtig gut gelungen. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, alles nochmal zu sehen, das Schloss und so. Ach Nani, ach Hani, meine Lieblingscousine. Wie cool, dass wir jetzt Tag und Nacht zusammen sind. Jetzt habt ihr sozusagen viele Kinder, die auch Schauspielerinnen oder Schauspieler werden wollen, sicherlich, die euch als Vorbild haben. Könnt ihr Tipps geben, wie man Schauspielerin, Schauspieler werden kann? Wie lernt man den Text am besten? Was gibt's für Tricks? Also Text lernen, nicht alles auf einmal auf jeden Fall. Und man soll sich da ruhig Zeit lassen, wie genau bei der Schule kann man ja auch nicht alles auf einmal machen. Und ja, dann einfach nicht übertrieben wirken, so wie im echten Leben eigentlich. Ja, also es hat auch mal jemand zu uns gesagt, man soll nicht die Rolle spielen, sondern man soll sich in die Rolle reinversetzen und die Rolle sein. Genau. Ja. Ist das euer Traumberuf auch? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also von meiner Schwester, die wollte ja schon ziemlich lange Schauspielerin werden. Und ja, jetzt möchte ich es auch. Gibt es eine Szene, eine besonders lustige Szene, die euch total in Erinnerung geblieben ist? Oh, also Katharina Thalbach ist ja sehr lustig, finde ich. Und mit der zu drehen hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt sind auch mehr Erwachsenen-Szenen dabei. Und deswegen wird es auch immer ganz schön lustig. Ich bin sehr froh, meine kleinen Vögelchen, dass ihr alle wieder da seid. Wir haben auch Fecht-Szenen. Da passiert auch einiges. Also das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mir auch, ja. Das ist lustig. Wie fandet ihr eigentlich euren Jungen im Film, den Prinzen sozusagen? Ja. Nein. Ja. Nein, also er war nett. Ja, doch, er war sehr nett. Ja. Ich möchte repräsentieren Philippe. Salut. Ich gib's zweimal. Du Blitzmerker. Das war's. Also auch in den Pausen haben wir einfach ganz normal uns unterhalten und auch alles zusammen gemacht. Ja. Ja. Okay, dann wechseln wir schnell das Thema. Auf welche Schauspieler steht ihr eigentlich? Also ich mag Emma Watson oder Cameron Diaz oder wie die heißt. Ja. Nein, also jetzt auch mit denen wir zusammengespielt haben. Anja Kling, Heino Ferch, ja. Katharina Thalbach. Ich finde die alle total gut und ist auch eigentlich ein gewisser, also jetzt, wo ich mir Beispiele nehme. Von ihnen. Ist auch eine große Ehre, mit so tollen deutschsprachigen Schauspielern zusammenzuspielen, ja. Oder? Ja, das ist sehr toll, mit denen zu spielen. Also man sieht sie im Fernsehen und dann plötzlich spielt man selbst mit ihnen. Genau.